Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Dungeon Keeper. Da irgendwo ist eine blöde Dingsichtfalle, deswegen... Einige eurer Untergebenen erreichen ihr Versteck nicht. Ob ich den da eure jetzt hin? Eure Kreaturen werden angegriffen. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Ich glaube, das war sogar schon. Auf den Weg. Oh, nice. Eine Tür wurde aufgestellt. Ein neues Gefängnis. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Oh, da ist noch so eine blöde... Ah, ne, die ist noch... Oh, nice. Jetzt ist sie weg. Einer eurer Untergebenen wurde geködert. Eine eurer Kreaturen wird gerade geködert. Ein Widersacher wurde davon Kann doch nicht erzeugt, wahr sein. Für euch zu arbeiten. Wie kann der mir die ganze Zeit die Viecher wegködern? Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eine Falle wurde mir gestellt. Euer Köderraum ist zu klein. Kann doch nicht wahr sein, dass er mir die ganze Zeit diese Viecher wegködern kann. Oh, wir haben da... Wir haben da etwas, wo wir uns mal gucken, wo wir mal reingucken können. Ach, naja. Guck mal. So, die machen wir schnell mal platt. Drei in die Fallen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So, das ist ja relativ klar, was jetzt hier passiert. Ganz, ganz viel Geld. Hurra, hurra. Wir haben Machtwortfallen. Die sind natürlich sehr nice. Wenn der Gegner nicht die ganze Zeit meine Skelette ködern würde. Eine Kreaturen wird gerade geködert. Hör doch eine auf. Eine Tür wurde hergestellt. Euer Köderraum ist zu klein. Ich glaube... Das funktioniert sogar mit den Skeletten. Das funktioniert mit den Vampiren nur nicht. Warum auch immer. Die kosten kein Geld. Und ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendwas ködern können. Da bin ich aktuell ehrlich gesagt überfragt. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, den Zehner doch nicht. So, die beiden Einser. Wo ist denn das? Der Tempel? Hier. Tschüss. Götter fühlen sich durch eure Opfergaben nicht wert. Tschüss. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geehrt. Dann ist ein Zahltag. Ach, haben wir noch ein bisschen Zeit. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe nicht wert. So, arbeitet mal. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Fleißig bitte. Wir brauchen Gold. Für unsere Skelette, die sind am Ködern. Ein Gefangener schied dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Eine Tür wurde hergestellt. Eine eurer Kreaturen wird gerade geködert. Jetzt hör doch mal auf, meine Viecher zu ködern. Einfach unglaublich. Euer Köderraum ist zu klein. Jetzt ködern wir hier mal. Mit voller Macht. Jetzt habe ich das Geld. Da. Volle Kanne mal ködern hier. Ich weiß nicht, irgendwie so muss das doch funktionieren. Ist mir ein Rätsel, aber... So, ja gut, die beiden kann ich im Endeffekt in die Folterkammer packen. Ob ihr nun wollt oder nicht, ihr werdet gefoltert. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Da haben wir auf jeden Fall irgendein
Geheimnis. Haben wir eigentlich noch einen Teufel? Wir haben einen Teufler, haben wir... Ja. Wir haben noch einen Teufler. Das wird bedeuten, ich würde mir ganz gerne einen Horny holen. Müssen wir mal gucken, ob das drin ist. An der Stelle. Zack, kommen wir mal schneller hier. Wundervoll, wundervoll. Ein kleiner Horny vertreibt Kummer und Sorgen. Haben wir jetzt eigentlich die Möglichkeit? Nein, haben wir nicht. Wir können immer noch keinen Trainingsraum bauen. Leider, leider. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Was ist das denn? Kreatur wiederbeleben. Oh, Level 10 Imp. Ich glaube, den hole ich mir. Schon mal Level 10 Imp wieder. So soll es sein. Meine wundervollen Imps. So. Wir haben auf jeden Fall Informationen über Level 7 Kreaturen. Oh, wow, wow. Ja, sie ist ja mal gar nicht so fein. Da ist verstärkte Wand. Im Endeffekt ist der einzige Durchgang. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequetscht. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Ich denke schon mal, was wir hier haben. Ich hätte ja ganz gerne einen Trainingsraum. Aber das scheint mir nicht vergönnt zu sein. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Ein Folteropfer kehrte als Geist zurück. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Eine eurer Kreaturen wird gerade geködert. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Also noch größer kann ich die noch gar nicht bauen. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Hier. Mach jetzt mal was hier. Und warum ist der blöde Teufler nicht dabei? Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Jetzt verstehe ich's. Meine Handwerkskammer ist also nicht groß genug. Sag das doch gleich. Dann hau ich mal hier einfach irgendwie Blitzfalle hin. Und eine verstärkte Türe und dann kannst du hier mal bauen. Mal gucken, was wir da haben. Schauen wir mal, nicht? Was wir da hinter der Tür haben. Falle wurde hergestellt. Jawohl, schön. So, diese Gegend der Unterwelt ist mit Tunneln durchgezogen. Und viele Helden erforschen die Wege des Labyrinths. Niemand hat behauptet, dass Zartag. Böse sein einfach ist. Ja, gut. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Eure Kreaturen werden angegriffen. Hey, ich habe hier ein paar alte Freunde von dir. Kennst du die? Eure Kreaturen stürzen vor euch. Kennst du die? Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Herrlich. Ja, so macht Böse sein wirklich Spaß, muss ich an der Stelle einfach nochmal sagen. So, und wir werden hier hinter auf jeden Fall eine kleine Machtwortfalle bauen. Zack. Da kommt die Machtwortfalle hin. So, schöne Sache. Weißt du, ich habe hier Köder wie ein Bekloppter mit allen Skeletten, die ich zur Verfügung habe. Und ich krieg natürlich nichts angeködert. Eine eurer Kreaturen wird gerade geködert. Warum auch immer ich niemanden ködern kann. Das ist mir ein Rätsel. Hat der vielleicht Teufler? Soll ich mal einen Teufler ködern lassen hier? Also ich verstehe ja so an sich das Konzept vom Ködern, aber irgendwie auch nicht. Naja, egal. Wir haben hier noch eine verstärkte Türe. Die kann ich da mal hinpacken. So, ich hau... Eine Falle wurde hergestellt. Einfach mal... hier das Tor auf. Mal gucken, was sich dort hinter befindet. Pardon, tut mir leid. Das war ein kleiner Schluck auf. Wird nicht wieder vorkommen.
Was verbirgt sich hinter Tor 3? Ich nehme Tor Nummer 3, bitte. Tor Nummer 3. Schild. Ein Schild. Schilde sind immer gut. Eure Kreaturen werden angegriffen. Und Indy fallen auch. So. Ich kann eigentlich mal kurz das hier abstellen. Na kommt, ich verkaufe die euch. Eure Kreaturen werden angegriffen. Falsche Richtung. Falsche Richtung, du dumme Nuss. So ein Mist. So ein Mist. Eine eurer Kreaturen. Holy fuck, wir haben eine Stufe 10er Skelett. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Boden. Hat das Köder doch funktioniert? Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Einige eurer Untergebenen erreichen ihr Versteck nicht. Nice. Eine Falle wurde hergestellt. Ich habe halt echt ein Stufe 10er Skelett geködert. Wie genial ist das denn bitte? Eine eurer Kreaturen wird gerade geködert. Kein Plan, was hier jetzt gerade passiert, aber wir haben irgendwoher ein Stufe 10er Skelett bekommen. Das ist ja nice. Ja, das finde ich aber nice. Das ist ja toll. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ein Stufe 10er Skelett, das ist immer nützlich, das ist immer gut. Eine Tür wurde hergestellt. Das ist stark. Neuer Spruch eingesammelt. Schild. Hervorragend! Also irgendwie hat das Ködern ja noch geklappt. Ich hätte mir nur mal gewünscht, dass ich eine etwas klarere Message dafür bekomme. Weiß auch nicht. Hier kommt eure Kreaturen Ding werden hin. Angegriffen. Ist ja okay. Ist ja nicht hier gleich ein Terz machen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ein Gefangener schießt dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Okay. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Oh, da ist ja noch eine Falle. Oh, gosh. Warum freuen die sich denn jetzt? Oh, ich glaube, ich habe voll viele Imps verloren. Oh, bitte habe ich auch... Ich habe auch schon 10er Imps verloren. Nein, glaube ich zumindest. Mindestens einen. Was ist denn das da? Heilung. Ach, endlich mal Heilung. Euer Friedhof ist nicht groß genug. Ja, sind gerade ein bisschen viele gestorben. Das kann mal passieren. Wir haben schon 7. 7 Skelette. Richtig krass effektiv am Ködern sind die. Eine eurer Kreaturen wird gerade geködert. Eine Tür wurde hergestellt. Yay, wir haben Heilung. So, gucken wir doch mal da. Heilung. Sehr, sehr schön. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eine Vampir Kreaturen werden angegriffen. Kann ich dummerweise nur nicht trainieren. Ich krieg den nicht mehr. Oh mein Gott. Ich wollte da eine Falle hinstellen. Mann, 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 Mann. Was war denn hier? Ich höre doch da Leute titzeln.
höre euch ganz genau. Ach, da sind sie ja. Eine Falle wurde hergestellt. Sehr schöne Blitzfalle sogar. Setzen wir da gleich mal hin. So, meine lieben Freunde, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Irgendwie macht mir das gerade wieder mächtig viel Spaß. Kann gar nicht aufhören, aber ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis dann, euer Rio. Ciao.